So, herzlich willkommen zurück zur nächsten Aufnahme Jagged Alliance Rage. Und genau den letzten Teil dieses Satzes habe ich gerade wieder mal erlebt. Denn ich bin ein wenig angepisst über diesen Level. Hat mehrere Gründe. Der erste Grund ist, dass... Also ich verstehe erstmal, warum die Rebellen hier nichts geschissen bekommen. Denn wenn alles explodiert, ist das erste, was ich machen würde, auch ins freie Feld rennen, um mich abschießen zu lassen. Wie hier geschehen. Ich verstehe es nicht. Also es gehen überall Bomben hoch und die Leute machen nichts Besseres, als erstmal ins freie Feld zu rennen und sich töten zu lassen. Würde ich auch so machen. Die Rebellen sind wirklich absolut nutzlos. Also wir könnten wahrscheinlich auch 20 haben und die würden nichts geschissen bekommen alleine. Nächstes Problem ist, ich finde, dass die Berserker hier, ich weiß nicht, ob wir das in der letzten Folge schon gesehen haben, die sind einfach unfassbar stark. Also, wenn wir mal die Gesundheitsbalken, ich glaube, Raven müsste die sehen. So, vielleicht habt ihr das gerade so gesehen. Guckt euch mal die Gesundheitsbalken an. Die haben einfach mal 30 Lebenspunkte. Jeder von denen. Die haben zwar keine Rüstung, also wenn ich mal draufklicke, die haben keine Rüstung. Aber die sind einfach unfassbar stark. Und die laufen halt, die laufen nicht weit, aber die, ja, bis ich die erwischt habe. Ja. Vergeht ein wenig Zeit. Also ich habe schon mal einen Durchgang gespielt, da waren glaube ich noch fünf Gegner übrig. Rebellen glaube ich gar keiner. Wie gesagt, die sterben hier wie die Fliegen. Aber, ich glaube das ist auch ein Bug. Dieser Scharfschütze hier, ich weiß nicht was der für eine Waffe hat, aber der schießt einfach alles kurz und klein. Wir haben es glaube ich in der in der Militärbasis auch schon gesehen. Da wo ich dann auch nochmal geladen habe. Die Leute können so weit schießen, dass das unglaublich ist. Ich habe mich irgendwann, also ich habe vorher alle hier platziert gehabt. Ihr seht, jetzt habe ich nur noch zwei hier. Raven habe ich da, aus Gründen. Ich bin irgendwann, habe mich zurückgezogen. Habe mich hier, ich zeige euch genau, wo ich stand. Hier hingestellt, ja, Tisch, Mauer, also Wand. Der Typ steht hier hinten. Ich habe mich hier hingestellt und der Typ hat mich mit dem Kopfschuss erledigt. Erstens verstehe ich nicht, wie er mich sehen kann, weil da ist alles im Weg. Da ist der Baum im Weg, da ist die Plattform im Weg, da ist die Wand im Weg, da ist der Tisch im Weg. Und er steht einfach mal am anderen Ende der Karte. Er trifft mich trotzdem. Und das habe ich nicht verstanden. Warum das so... Also warum der so OP ist, dieser Typ. Genau dieser da. Und ja, deswegen musste ich mich mal kurz umstellen. Shadow und Dr. Q versuchen hier das bisschen abzufrühstücken. Hier hinten, ja, das ist... Da bin ich mir selber noch unsicher, wie ich das am blödesten mache. Ich glaube, auch Raven werde ich bald wieder zurückziehen. Aber ich habe Raven jetzt erstmal in der ersten Runde hier hingestellt, damit sie mit diesen Scharfschützen aus dem Spiel nimmt. Weil der Typ hier ist, wie gesagt, einfach monstergut. So. Ich hoffe, das war's dann auch mit ihm. Danke. Wie gesagt, der Typ ist einfach unfassbar. Er war's. So. Das war mir das Wichtigste. Jetzt kann ich eigentlich mit Raven auch abhauen, wenn ich APs hätte. Ja, mal gucken, wie dieser Durchgang wird. Ich glaube, er wird nicht besser, aber wir probieren's. Drei Schüsse, einer wird treffen. Damn it. Sehr geil. Es wird Zeit. Ja, es ist immer, es ist tatsächlich hier sehr viel mit Nachdenken und sowas verbunden. Hätte ich echt nicht gedacht von Jagged Alliance, dass das mal so gut wird. So, der ist auch weg. Sind wir noch bei 15 Gegnern. So, ich beende die Runde. Okay, schade. Die Granate, die müsste man eigentlich auch laden. Weil, ich überwache dieses Gebiet. Die muss eigentlich da genau in diese Meute rein. Sonst wird es schwierig. So, jetzt sterben wieder Leute. Munition. Wenig Munition. Weiß nicht, ob das ein Scharfschütze ist. Weißt du, ist gar nicht, ob ich das schieße. Ja, wie gesagt, die werden losrennen und sich Gegner suchen. Diese verprügeln, also die prügeln tatsächlich. Ich überwache das. Ja, der ist auch richtig am Arsch. Der kann Glück haben, dass er ein paar Runden überlebt, aber auch der wird sterben. Verspreche ich euch. Wobei das gefühlt noch der einzig wirklich gute ist von den Rebellen. Mit dem Typen hier. Ja, zeigen euch gleich.
ganz schnell aus dem Spiel nehmen. Dann los. Ach, auf den wird geschossen. Okay. Also der hier ist ganz vernünftig, weil der einfach eine massiv geile Waffe hat. Ich will es nicht hoffen, aber wenn er nicht mehr leben sollte, muss ich unbedingt mir mal seine Waffe angucken. Und der ist auch noch ganz okay. Alvita, die steht hier hinten, die kann man auch vergessen. Die wird auch demnächst nicht mehr leben. Und er hatte was für eine Waffe? War eine geile Waffe. Bereit. Und auf jeden Fall auch eine andere als die, die wir bis jetzt kennen. Okay. So. Ich bin tatsächlich fast geneigt dazu zu speichern. Weil das echt eine vernünftige Runde war. Wir haben keinen verloren. Und wir können jetzt erstmal wieder Leute... Ja. Die beiden werden sich tatsächlich vorrangig nur um die hier hinten erstmal kümmern. Einsatzbereit. Wo ist der Radius? Ah ja, okay. Shadow. Hallo? Wie gesagt, Wahrscheinlichkeiten. Einer wird treffen. Da trifft tatsächlich einer. Right. Gut, dann macht Q jetzt den Rest. Ein Schuss auf die Füße. Und Überwachungsbereich machen wir noch hier. Oh, so. Eine hier. Überraschung zu erfahren ist der einzige Weg, sie zu vermeiden. Maul. So, wir haben ja unser geiles Scharfschützengewehr am Start. Deswegen müssen wir, wie gesagt, unbedingt den Typen hier aus dem Spiel nehmen. Ja, okay. Habe ich fast mit gerechnet. Aber er blutet, das ist auch sehr gut. Der wird also automatisch in 2 Runden sterben. Oder in 3 Runden, wenn er sich nicht bandagiert. Ich habe alles unter Beobachtung. Genau, er geht jetzt in Berserker-Modus. Ich weiß nicht, was das ausmacht. Yeah! Ja, Treffer. Ja, und Blutung. Sehr gut. Das ist hervorragend. Er lebt noch. Oha. Eieiei. Okay. Er motiviert wahrscheinlich. Yeah! Wuhuhu. Los. Bereit. Runde war mega gut. Ich bin bereit. Er hat sich bandagiert. 2, 4, 6. Fehlt noch zum nächsten Punkt. Es wird Zeit. So, Dr. Q. Kann sich mal an ihn machen. Der Schrotzer. Sehr schön. Ich habe übrigens auch keine Ahnung, wie er die Füße treffen will. Also er hat 100% Treffsicherheit bei den Füßen, aber ich weiß gar nicht, wie er die Füße sehen will. Einsatzbereit. Mr. Shadow. Die werden nicht kommen. Allerdings werden die hier wahrscheinlich auch nicht kommen, weil der Typ noch lebt. Dann machen wir den Bereich. Bin startklar. Oh. Ah! Ja, sehr gut. Mierda! Ich habe Ladehemmung.
dass dieser Berserker-Modus ist. Yeah, noch 9. Sie lebt aber noch. Oh oh. So, der dritte Berserker, der müsste jetzt nach links. Nein, scheiße, er ist einen Schritt zu weit vorne. Überwachen, 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 überwachen. Er rennt erstmal weg, weil er Angst hat. Yes, sehr gut. Seinen eigenen getroffen. Bereit. So, okay, 4 Rebellen. Jetzt wird die. Jetzt wird's richtig beschissen. Weil jetzt müssen wir uns um die Berserker kümmern. Bin startklar. Können wir hier abhauen? Wir könnten abhauen. Sehr gut. Die werden, glaube ich, nicht an uns rankommen. Ist eigentlich zu nah für den Schuss. Ja, wir müssen es probieren. Schau mal die Waffe. Minus 2! What? Ei, ei, die haben mich erwischt! Minus 2! Dafür, dass er keine Rüstung trägt, ja? Das ist nämlich das Problem. Wenn man die einmal trifft, haben sie halt ihren Berserker-Modus und dann haben sie quasi eine Racheaktion, so möchte ich es mal nennen. So soll es sein. Bereit. Gut, naja, dann schießen wir. Ach, ich sehe keinen, wa? Ich sehe tatsächlich keinen. Ja. Dann machen wir mal kurz einen taktischen Rückzug. Wir werden Raven mal nach hier hinten bringen. Es wird Zeit. So, ich denke mal, ihr werdet auch keinen sehen. Überwachen. Den Bereich. Und Shadow beobachtet den Bereich. So. Überwachen. Ladehemmung beseitigt, das ist ärgerlich. Pardon! Ah. Pardon! Aha. Ich habe alles unter Beobachtung. Oh, das ist jetzt ein Todesurteil gewesen. Ja, der Kollege wird sterben. Ja, der lasst übrigens euch auch nicht einschüchtern. Wir müssen. Ich überwache das Gebiet. Erledigt! Ich überwache das Gebiet. Es wird Zeit. Oh Gott, Alter, jetzt wird's beschissen. Bereit. Sehr gut. Komm schon. Yeah, sehr gut. Es wird Zeit. Habe ich gerade die. Ich habe gerade die gute Waffe genommen. Ist egal. Bereit. Ja. Er wird leider sterben, egal was ich mache. Deswegen sammle ich jetzt ihn schon mal hier die ersten Kugeln im Kopf. Wieder daneben. Schief los. Mein Körper ist bereit. Nochmal ein Schuss. Könnten wir ihn bitte jetzt mal treffen? Minus 3 und der kriegt nicht den Berserker-Modus. Ich kann losgehen. Shadow sieht ihn nicht. Shadow könnten wir theoretisch nach vorne bringen. Okay, sieht er trotzdem nicht. Okay, Sebastian, ich mal behalten. Hier sind wir durch. Da gibt es gar keine Gegner mehr. Da ist noch einer. Und der Rest ist hier hinten. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Einer fehlt noch. 3, 4. Wo ist der letzte Gegner? Irgendwo müsste noch einer rumkriechen.
Shadow erwacht mal. Ja. Gegenreich. Bereit. Ja, jetzt ist er tot. Nächstes Mal trifft. Ich überwache dieses Gebiet. So, jetzt kommt der Berserker wieder. Oh, sehr gut. Plus Blutung. Starke Blutung sogar. Sehr geil. Sehr viele APs. Ich überwache das Gebiet. So soll es sein. Bereit. Ganz kurz, sehe ich keinen anderen? Nee. Ach, hier unten rechts erkennt, sieht man übrigens auch, wen sie sieht und wen nicht. 100%. Minus 1. Ist das ein blöder Ernst, Alter? Macht den Typen überhaupt gar keinen Schaden. Gut, dann switchen wir auf die Waffe. Dauerfeuer 28%, dreifacher Schuss 55%. Von Rüstung pariert. Oh, ich krieg eins. Bereit, Mann, Alter. Losgehen. Alter! Dreckiger! Wie viel Schuss sind das? Sechser. Kann ich nicht auf den Kopf zielen. Oh ja, 46%. Auch geil. Und er ist ein bisschen benommen. Oh ja! Bereit. Ganz ehrlich? Nice Runde. Überwache dieses Gebiet. Komm mal her, du Cabron. Schrapnell, okay. Okay. Blutung, sehr gut. Da seht ihr, Blutung ist echt gut. Ah, er kommt wirklich hier runter. Aber ich glaube, Alvita ist erstmal die Erste, die dran glauben muss. Ich überwache das Gebiet. So soll es sein. Oha, ich glaube, wir schaffen das tatsächlich irgendwie. Ich weiß nicht wie, hier. Aber... einen dicken haben wir schon erledigt. Ja, Dauerfeuer 37%. Feuerstöße 60%. Ja. Toller Schuss! Yeah, sehr geil. Jetzt wird zwar Alvita mal ein bisschen verhauen, aber egal. Bereit. Es kann losgehen. Beinahe. Rüstung pariert, ernsthaft? Bin startklar. So soll es sein. Oh ja. Schnellfeuer. 86%. Meister, ja! Das Adrenalin wogt. Schieflos. Mein An. Körper ist bereit. Dahin. Was soll ich, einen Dreifachschuss? Do it, my friend. Komm schon. Oh ja. Oh ja. Das waren die Berserker. Oh, ach, diese Mistviecher. Ja, der Rest wird jetzt hier... oh, jetzt kommen sie sogar. Schön. Grüßt euch. Dios mio. Blut. Nicht aufgeben. Wir können immer noch siegen. Jetzt haben sie Alvita getötet. Ich fass es nicht. Jetzt trauen sie sich doch nach vorne, die restlichen fünf. Bereit. Ja. Bereit.
Ja. Es wird Zeit. Bereit. Du stehst echt beschissen. So, wir verstecken uns mal. Gut, dann kümmern wir uns um die letzten fünf. Beine 100%, komm. Es kann losgehen. Kritischer Treffer. Mr. Schatten. 70-70. Okay, dann nehmen wir ihn. Die Beine. Sehr schön. Plus Blutung. Der wird also hoffentlich in der nächsten Runde nicht mehr sein. 100%. Ich würde sagen, wir nehmen 7, dann hätten wir noch 5er. Alter, hat er überlebt, ne? Okay. Ja gut, dass wir das nicht ganz verlustfrei überstehen werden, ist mir auch klar. Die sind aber alle benebelt. Oh, ich glaube, die stehen perfekt alle drei, wa? Na, zumindest alle beide. Gut, dann habt ihr euch dafür qualifiziert. Eine Granate zu fressen. Seid ihr beide tot? Shadow ist bereit. Ihr seid beide tot, wa? Bin startklar. Da sehe ich jemanden. Ah, die leben beide sogar noch. Shadow ist bereit. Es wird Zeit. Ach, ganz ehrlich. Hier. Wenn er aufsteht, könnte es passieren, dass es vorbei ist. Verschwunden. Oha. Ai! Mierda! Wer bleibt? Da müsste Mr. Shadow jetzt agieren. Sehr schön. So soll es sein. Ja, dann nehmen wir den letzten hier noch raus. So, Kopfschuss. Bereit. Und Miss Raven. Ja, die letzten sind hier hinten. Ja, müssen wir mal gucken, wie wir an die rankommen. Die am liebsten. Und klettern und denen schon mal entgegengehen. Einsatzbereit. Rede mit Achso, ich wollte gerade sagen, rede mit Alvita. Dann los. Schwierig. So, mal gucken, ob die letzten beiden Shadow kommen. Ist bereit. Oder ob die da hinten. Ah, jetzt kommen sie. Sehr schön. Bereit. Das war nicht clever. Ich bin bereit. Einsatzbereit. Es wird Zeit. Wir arbeiten jetzt nur mit Überwachungsbereich. Ich bin bereit. So, die Waffe bitte in die Hand. Machst du auch den Überwachungsbereich? Okay, plus eins. Sehr schön. Möge es dir nicht. Es wird Zeit. Da war es nur noch einer. Steht hier hinten, da bin ich mir sehr. Da steht er! Sehr sicher. Ich weiß nicht, ob er kommt. Ich überwache. So soll es sein. Bereit. Zieht er gar nicht hoch. Jetzt sieht sie ihn. Sehr schön. Du hast auch deinen Scharfschützengewehr? Nee. So, ich denke nicht, dass er sich bewegen wird. Ich überwache das Gebiet. So soll es sein. Bin startklar. Oh, Kinders, ey, das war eins der beschissensten Level bis jetzt. Ich meine, gut, dass es nicht einfacher wird, ist mir auch klar. Gerade verlassen. Aber, Feinde beseitigt. Alter Schwede. Alter Schwede. What a fight. Und ich habe tatsächlich nur einen kleinen Kratzer bekommen. Mit
Dr. Q seine zwei abgezogenen Lebenspunkte. Herrlich! Sehr schön. Gut, dann machen wir Feierabend für heute. Wir haben es tatsächlich geschafft. Also, Alvita ist angeblich tot. Mal gucken, ob wir sie hier irgendwo finden. Ich glaube, hier irgendwo müsste er rumliegen. Und das müsste Alvita sein, ne? Wachposten. Supersoldat. Wachposten. Supersoldat. Ja, irgendwo hier liegt, müsste Alvita rumliegen. Und wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Beziehungsweise ich werde looten und dann, wenn ich fertig bin, sehen wir uns wieder. Und dann gucken wir mal, ob hier noch, bis auf den einen Rebellen, der wacker mit uns gekämpft hat hier hinten, ob noch Alvita sich meldet oder nicht. Mal gucken. Bis dahin, haut rein. Ciao und tschüss.